Bauer, ich habe jetzt ein Blind Date für dich. Ist aber nicht so einfach, denn es ist mit Tete Olli. Kommt doch mal in die Mitte, alle drei. Es ist das schizophrenste Blind Date deines Lebens. Schön. Denn Tete und Olli sind eine Person. Sie leiden nur unter, sagen wir mal, starken Stimmungsschwankungen. Oder er leidet unter einer starken Stimmungsschwankung. Die eine Hälfte, Tete, sucht nämlich die platonische Liebe. Und die andere Hälfte, Olli, ist eher, sagen wir mal, am Schnackseln interessiert. Und du weißt nie, mit welcher Hälfte du gerade sprichst. Die wechselt nämlich ständig. Wer ist am Schnackseln interessiert? Olli. Olli ist am Schnackseln. Tete platonisch eher. Du siehst aus wie Ralf Schumacher. Jetzt wird's aber mal. Jetzt wird's aber mal wirklich. Meine Liebe. Also. Also setzt euch doch mal hin. Es ist ein Blind Date. Man braucht immer ein kleines Thema, mit dem man sich zuerst mal ein bisschen warm spricht. Und das kriege ich jetzt von Ihnen, meine Damen und Herren. Und zwar sagen Sie mir doch mal ein schönes Hobby. Essen. Was? Motorradfahren? Reiten. Reiten finde ich persönlich jetzt ganz schön. Was? Das hat so. Reiten. Ich würde sagen, mit dem Reiten. Ich freue mich auf dieses Blind Date. Du bist eine passionierte Reiterin. Ja. Und hast. Geh los! Soll ich? Und hast in deiner Vereinszeitung das Goldene Huf eine kleine Anzeige aufgegeben und das ist das Ergebnis. Ralf Schumacher. Stichwort goldene Hufe? Ist richtig. Hi, ich bin der Olli. Wendy. Hi. Setz dich doch in Wendy. Das ist ja super. Hi. Das ist ja ein echter Pferdename. Ja. Bist du heute schon gestriegelt worden, oder? Ich habe meine Bürste auf jeden Fall immer dabei. Ja, das freut mich. Also Bürsten hat ja auch was ganz Reinigendes. Man befreit sich von Parasiten, von allem Schlechten der Welt. Und ich finde es sehr wichtig, dass man sich austauschen. Und wenn man sich danach noch mal so richtig wund reitet, wenn du verstehst, was ich meine, dann haben ja auch beide Seiten was davon. Nicht? Also. Finde ich gut. Ja. Sag mal, wann hast du mit Reiten angefangen? Ja, angezogen reiten habe ich angefangen, so mit 8, 9. In dieser Nacktreitgeschichte bin ich jetzt so circa 2 Wochen unterwegs, aber wir haben in der Therapiegruppe dann schnell gemerkt, dass das doch nicht der richtige Weg ist, uns selbst zu finden. Aber wenn man nackt reitet, dann macht das tut doch weh, oder? Ja, aber das hat auch mit Fairness gegenüber den Pferden zu tun. Abgesehen davon soll es ja wehtun, verstehst du? Das ist ja gerade der Witz. Ich meine. Verstehe. Ne? Also, ich kann dir mal ehrlich sagen, also es gibt Tage, da passt mir keine Hose mehr, wenn du verstehst, was ich meine. Dann ist es einfach so, dass vom Reiten die Oberschenkel so dick geworden sind. Das kenne ich. Ja. Ja. Würdest du mal mit mir in Reiturlaub fahren, so Reitferien auf dem Bauernhof und so, da hätte ich so Bock drauf. Und seit Jahren suche ich jemanden, der das mit mir macht. Das sehe ich. Ja. Das würde ich total gern tun, wenn das ein fair gehandelter Bauernhof für kleine geile Säue wie dich ist, dann bin ich dabei. Ja, ich liebe Tiere. Ich liebe Tiere. Wollen wir noch lange rumreden eigentlich oder passiert auch noch? Ich meine, wir sind ja nicht umsonst hier. Ich habe das Anmeldeformular mit für. Und zwar ist das ein Gutschein für 10-mal Pimpern umsonst. Guck mal. Oh, wie nett! Ja. Vielen Dank! Cool! Wo wohnst du? Wo ich wohne? Ja, noch bei deinen Eltern. Du hattest irgendwas geschrieben, dass du. Ja, ich wohne im Moment noch bei meiner Mutter, aber. Nicht mehr lange, sie wird bald sterben, es geht ihr sehr schlecht. Und naja, ich kümmere mich um sie, weil ich das ganz. Und zwar kümmere ich mich so lange, bis sie wirklich weg ist, wenn du. Und du erinnerst mich sehr an sie, darum möchte ich so gern mit dir zusammen sein. Was meinst du? Ich find's nicht schlecht. Ich finde, du bist so und abwechslungsreich. Okay, also wegen mir haben wir genug gelabert. Wir können dann auch mal, weil ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Verstehst du? Ich muss noch rüber, muss noch ein paar Fische retten aus dem Fischladen. Und da wär's toll, wenn du dabei wärst. Ich liebe Tiere. Ja, ich auch.
Vor allem, wenn sie rasiert sind.